Google mit 404 Errorpage an vierter Stelle. Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der IHNE Marketing und Sie schauen websitemarketing.ca. Wenn ich bei Google suche, dann erwarte ich natürlich die perfekten Suchresultate, die Suchresultate, die genau auf mein Keyword abgestimmt sind, sodass ich meine optimale Seite finde. Google hat da in letzter Zeit ein bisschen ein Durcheinander. Die hatten mit ihrem Panda- und Pinguin-Update ein bisschen zu stark am Algorithmus rumgeschraubt und darum ist auch alles ein bisschen durcheinander. Heute das erste Beispiel, wie sowas ausschauen kann. Ich suche nach einem Namen. Ich suche hier nach Axel Kruse. Kriege dann hier diese Resultatseite. Ich habe hier zwei Wikipedia-Einträge, Deutsch und Englisch, was sowieso schon mal schlecht ist, weil ich will ja nicht zweimal dieselbe Seite haben. Da komme ich aber das nächste Mal dazu. Dann kommen hier Bilder. Das ist okay. Das war offenbar mal ein Fußballer. Der arbeitet hier aber auch im Sauber Formel 1 Team. Und wenn ich jetzt diese Seite anklicke, das ist das vierte Resultat bei Google, dann komme ich hier auf eine Fehlerseite. Schlecht ist natürlich, dass die nicht sauber weitergeleitet ist. Aber ich sehe hier, das ist ein 404-Fehler. Das heißt, diese Seite kann nicht aufgerufen werden. Und wenn ich nochmal zurückgehe, dann merke ich hier, okay, Google zeigt mir an vierter Position ihrer Suchresultatsseite eine fehlerhafte Seite, die mir kein Resultat bringt. Das ist natürlich ein totaler Fehler, ein Blödsinn, sowas bringt überhaupt nichts. Und das ist natürlich auch was, das im Algorithmus nicht stimmt. Da haben sie einfach zu viel dran rumoptimiert und kriegen das nicht richtig gebacken. Ein Fehler also, 404. Error, Page not found an vierter Stelle, 444. Vielleicht hat das was miteinander zu tun, ist auf jeden Fall sehr schlecht und das beobachten wir jetzt seit längerer Zeit und offenbar kriegt das Google auch nicht mehr raus. Würde mich natürlich Wunder nehmen, ob ihr auch solche Fehlerseiten findet oder andere Vorkommnisse in den Suchresultaten, die schlecht sind oder eben nicht passend sind. Das würde mich wie immer hier interessieren. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name, Philipp Sauber. Ich bin von der IHNE Marketing und Sie haben websitemarketing.ca geschaut.